Ah, du gehörst wahrscheinlich auch dazu. Du hast ebenso wie ich Post bekommen von einer Valida oder von einer VBV oder von einer der 6 anderen Vorsorgekassen, Abfertigung neu, wo wir, die eben einzahlen, beziehungsweise die Unternehmen, die einzahlen, da bekommen wir eben einmal im Jahr das Jahresergebnis. Und für 2022 ist es in den letzten Wochen bzw. Monaten ausgesandt worden. Und ganz gleich, wo ich eben hinblicke, ob das jetzt eben bei der Valida ist oder bei der VBV, ich habe in meinem Fall 2 Vorsorgekassen, zugewiesenes Veranlagungsergebnis netto minus 593,61 Euro und bei der Valida waren es eben dann zugewiesenes Veranlagungsergebnis minus 394,22 Euro. Ein Grund, warum ich mir die Vorsorgekassen in diesem Video ein bisschen genauer ansehe, und ich wünsche dir viel Spaß beim Zusehen und vielleicht solltest du ein bisschen Baldrian zu dir nehmen, bevor du dir dieses Video ansiehst. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Andreas Greiner von broker-test.at, dem österreichischen Broker-Tester und Vergleicher. Vor 20 Jahren Blau-Schwarz haben die Abfertigung neu eingeführt und von einer großartigen Idee, dass eben alle die Abfertigung oder alle einen Abfertigungsanspruch haben, ist dann eben so ein Mischmasch rausgekommen, wo eigentlich eine gute Idee schlecht umgesetzt worden ist. So eben mein Empfinden bzw. das, was ich eben so nach 20 Jahren bzw. bei meinen eigenen Kontoauszügen so sehe. Was ist die Abfertigung neu? Es gibt natürlich auch eine Abfertigung alt. Die Abfertigung neu gilt für alle Dienstverhältnisse bzw. Arbeitsverhältnisse, aber es gilt natürlich auch für die Selbstständigen, die nach dem 31. Dezember 2022 eingegangen wurden. Und der große Unterschied zur alten Abfertigung liegt nämlich darin, dass auch im Fall einer Selbstkündigung der Anspruch auf eine Abfertigung nicht verloren geht. Und das war eben das Problem bei der Abfertigung alt. Ich habe eben selbst gekündigt. Bei meinem ersten Arbeitgeber habe ich gesagt, ich gehe jetzt woanders hin und bin dann eben um diese Abfertigung alt gefallen. Und jetzt aber mit der Abfertigung neu, da ist ganz egal, ob du selbst kündigst, ob du gekündigt wirst oder ob das einvernehmlich ist oder eben auch, ob du selbstständig bist, du hast einen Anspruch auf diese Abfertigung. Und so war eben die Idee damals, oder so ist es uns auch vorgerechnet worden, alles, was da einbezahlt wird über das ganze Erwerbsleben, ist genau ein Jahresgehalt, kommt dann am Ende raus. Da ist aber gerechnet worden mit einer Verzinsung von 6%, bla bla bla. Und ja, die Realität sieht natürlich gänzlich anders aus. Mehr dazu aber ein bisschen später. In Österreich gibt es aktuell 8 verschiedene Vorsorgekassen, das ist die Allianz, früher BAWAG Allianz, APK, Bonus, Burg, Fair Finance, Niederösterreichische Vorsorgekasse, Valida Plus, beziehungsweise früher ÖVK, beziehungsweise Siemens MVK und die VBV. Das heißt, bei einer dieser Vorsorgekassen oder bei mehreren Vorsorgekassen könntest du eben so sein, und die FMA publiziert Jahr für Jahr und mittlerweile eben auch quartalsmäßig ab 2023, wie denn diese Vorsorgekasse performen und was da für Kosten entstehen. Und laut dem aktuellen Branchenbericht der Finanzmarktaufsicht über alle 8 betrieblichen Vorsorgekassen in Österreich beträgt das Anwartschaftsvermögen aktuell 16,6 Milliarden Euro. Das war der Stand Ende 2022, heißt aber runtergerechnet, nachdem das über 10 Millionen Verträge sind, eine durchschnittliche Anwartschaft liegt nur bei 1579 Euro. Und du siehst eben auf diesem Schaubild, auf diesem Chart, das die FMA eben erstellt hat, von 2018 bis 2022, wie dieses laufende Anwartschaftsvermögen nach oben geschnellt ist. Und selbst von 2021 auf 2022 ist es nochmals gestiegen, obwohl wir darüber informiert worden sind, dass es eben ein Minus gegeben hat. Warum? Die laufenden Einzahlungen haben eben dieses Vermögen nochmal nach oben getrieben. Also selbst obwohl das Veranlagungsergebnis negativ war, ist es insgesamt mehr geworden. Wie funktioniert das Ganze? Im Rahmen der Abfertigung neu zahlt der Arbeitgeber, aber auch natürlich Selbstständige, 1,53% des monatlichen Bruttoentgelts, einschließlich bei Sonderzahlungen, das heißt zur 15. und 16., denn die meisten haben nur 13. und 14. Gehalt, regelmäßig in eine betriebliche Vorsorgekasse ein. Welche Vorsorgekasse, das entscheidet im Regelfall der
Arbeitgeber. Selbstständige können sich das selbst aussuchen. Diese Abfertigungsbeträge werden dann von der jeweiligen BVK, Abkürzung für betriebliche Vorsorgekasse, am Kapitalmarkt veranlagt. Manche geschickter, manche ungeschickter, aber es gibt ein gesetzliches Rahmenwerk, wie denn das veranlagt werden soll, und das eben eher konservativ. So viel einmal vorweg. Und ich habe das ja vorhin bereits gesagt, damals, wie eben dieses System, die Abfertigung neu eingeführt worden ist, ist man davon ausgegangen, dass eine jährliche Performance von 6% erwirtschaftet werden kann. Aber dieses Ziel ist noch nie erreicht worden. In den letzten 20 Jahren, kein einziges Jahr war eben in der Höhe von 6%. Nie, never, ever. Und blickt man jetzt eben einfach drauf, was war denn jetzt das durchschnittliche Ergebnis? Ne? Im Durchschnitt erzielt die Vorsorgekassen in den letzten beiden Jahrzehnten, also in den letzten 20 Jahren, lediglich ein annualisiertes Veranlagungsergebnis in der Höhe von 1,98%. Also statt 6% nur 1,98%, also ordentlich darunter. Und in den letzten 10 Jahren, geprägt natürlich auch von den anhaltend niedrigen Zinsen, Niedrigzinsphase, wir wissen das alle, betrug der Durchschnitt sogar nur jährlich 1,31%. Ja, und ein besonders negativer Ausreißer war sogar das Jahr 2022 in der Höhe von minus 7,73 über alle 8 Vorsorgekassen. Und warum war das Ganze? Natürlich schwache Performance bei Anleihen, schwache Performance bei Aktien und natürlich der Ukraine-Krieg, Zinswende und natürlich die Rezessionsängste. Also es gibt viele Gründe, aber eben eigentlich eine sichere konservative Veranlagung und trotzdem ein Minus in der Höhe von minus 7,73. Und ich zeige dann nachher noch ein Schaubild. Auch selbst in positiven Aktienjahren performt das Ding einfach nicht. Und du siehst eben auf diesem Schaubild in den letzten 5 Jahren 2018 minus 2%, 2019 plus 5,7%, 1,372020 und 2021 nur 4% und 2022 im Schnitt über alle Vorsorgekassen 7,73 im Minus. Ja, und jetzt vergleiche ich das mit einem stinkkonservativen MSCI World. Natürlich sind da eben nur Aktien drinnen. Bei der Burg, bei der betrieblichen Vorsorgekasse sind es eben auch sehr viele Anleihen und andere Immobiliengeschichten und. Aber MSCI World war minus 4,11 2018, 30,02 2019, 6,33 2020 und 2021 31,07 und letztes Jahr minus 12,78. Ja, du siehst eben in schlechten Veranlagungsjahren ordentlich nach unten, aber in positiven Veranlagungsjahren deutlich nach oben. Und das ist eben das, was eben der betrieblichen Vorsorgekasse fehlt, eben diese Treiber nach oben. Es geht eben nach unten auch, aber nach oben geht eben irgendwie nichts. Da ist man eben sehr schnell eben am Limit. Und warum ist das jetzt so? Die bescheidenen Renditen der Abfertigung lassen sich zum Teil durch das gesetzlich verankerte Sicherheitsdenken erklären. Das heißt, der Gesetzgeber hat da einiges eingebaut, damit es eben nicht nach oben fahren kann, weil es eben eine Kapitalgarantie gibt. Die ist vorgeschrieben, um das eingezahlte Kapital zu sichern. Und diese Kapitalgarantie verursacht zusätzliche Kosten, wie immer, und schmälert die Veranlagungsergebnisse der Vorsorgekassen. Um etwa 1%, sagen eben die Expertinnen und Experten der Vorsorgekassen. Hätte man die nicht, wäre es eben um 1% höher, aber du siehst eben mit dem Vergleich zum MSCI World, naja, da fehlt eben noch einiges nach oben, aber gleichzeitig, da ist eben die Frage, wie viel habe ich denn noch bis zum Ende des Pensionsantritts, bis eben das Ganze ausbezahlt wird, dauert es nur länger, dann kann ich eben risikoreicher veranlagen, hingegen eben die letzten 5 oder 10 Jahre sollte ich dann eben doch eben weniger Risiko eingehen und dann vielleicht mehr in Anleihen und Co. gehen. Aber das gesamte Erwerbsleben über 40 bis 50 Jahren, immer so eine konservative Veranlagung. Lieber Gesetzgeber, hast du das mit dir wirklich ganz gut überlegt oder nicht? Und dann haben wir nämlich gleich das nächste Problem. Die Anlagepolitik der Vorsorgekassen muss durch die Auszahlungserfordernisse, die von den Entwicklungen am Arbeitsmarkt abhängen, berücksichtigen. Das heißt nichts anderes, naja, die müssen jederzeit stets bereit sein, um eben, wenn ich jetzt daherkomme und eben der Valide sage, du, ich würde es jetzt eben ausbezahlt, weil ich eben gekündigt worden bin oder, dann müssen wir die eben dieses Geld geben. Und das ist natürlich auch ein Problem, die müssen immer flüssig sein, jetzt können sie natürlich nicht immer alles veranlagen, brauchen einen Cashanteil und müssen halt da immer auch eher vorsichtig sein, weil wenn die aber nicht auszahlen können, na, dann gibt es einen ordentlichen Sturm drauf. Ja, und wie veranlagt jetzt so eine Vorsorgekasse über alle 8 Vorsorgekassen ist es aktuell rund 61,6% im Bereich der Anleihen.
Die Aktien sind nur bei einem Aktienanteil nur bei 10%, wobei 2021 war das nur bei 20%. Das ist ordentlich runtergefahren worden und du siehst eben die graue, den grauen Balken bei 12,54. Das ist eben das Guthaben bei Kreditinstituten. Die haben einfach wieder einfach ordentlich viel Cash gehortet. Das Positive an der Abfertigung neu ist, dass eben alle jetzt auf einmal drinnen sind. Früher bei der Abfertigung alt, das war eben bei Selbstkündigung hast du gar nichts bekommen und so weiter und manche sind gar nicht reingefallen und so weiter. Und bei der alten Regelung waren das nur ca. 15-20%, die eben in diese Abfertigung alt reingefallen sind, speziell Saisonkräfte wie eben in der Gastronomie oder Bau und so weiter, die sind eben um diese Geschichte immer umgefallen. Also die kommen jetzt eben wenigstens in den Genuss von der Abfertigung neu. Aber wie gesagt, die Performance unter 2% in den letzten 20 Jahren und dann siehst du eben noch die ganze Inflation ab, dann sagst du, oh mein Gott, was ist denn da schon wieder los? So, und du kriegst natürlich jetzt diese Zettel Jahr für Jahr und fragst dich natürlich, wann kann ich denn auf diese Abfertigung jetzt zugreifen? Naja, die Antwort ist, wer 3 Jahre bei einem oder mehrere Arbeitgeber aktiv war, hat Anspruch auf diese Abfertigung. Das Dienstverhältnis muss aber abfertigungswirksam beendet werden, also durch Kündigung durch den Arbeitgeber, unverschuldete Entlassung, berechtigter vorzeitiger Austritt, einvernehmliche Lösung, Fristablauf bei befristeten Dienstverhältnissen und bei Selbstkündigung besteht kein Zugriffsrecht. Die einbezahlten Beträge bleiben am Konto gutgeschrieben und werden zum neuen Arbeitgeber mitgenommen. Und dann fragst du dich, na, wann ich mir das jetzt auszahlen lasse, fallen dann noch irgendwelche Abzüge an. Völlig steuerfrei können Sie Ihre Abfertigung dann beziehen, wenn Sie sie nach Ihrer Pensionierung als lebenslange Zusatzrente auszahlen lassen. Dazu müssen Sie Ihre Ansprüche steuerfrei an eine Pensionszusatzversicherung, eine betriebliche Kollektivversicherung oder eine Pensionskasse übertragen. Und wenn du jetzt sagst, du lässt das auszahlen, eben die Abfertigungsansprüche auszahlen lassen, dann fallen 6% Lohnsteuer an. Diese führt die Vorsorgekasse an das Finanzamt ab. Das ist also auch für dich erledigt. Dann gibt es natürlich auch noch die Frage, was passiert, wenn es kein Plus, sondern Minus gibt, so wie es eben heuer ist. Naja, das ist eben 2022 passiert am Kapitalmarkt. Da geht es mal rauf, mal runter. Die Vorsorgekassen haben damit ein Minus erwirtschaftet. Das wird dem Kundenkonto gut geschrieben, also Minus geschrieben. Das heißt eben, meine Anwartschaft ist 2021 war es 4.556, dann ist etwas dazugekommen, Verwaltungskosten sind weggekommen, Gebühr der Sozialversicherungsträger ist noch weggekommen und das zugewiesene Veranlagungsergebnis ist ebenfalls weggekommen und statt 4.556 habe ich jetzt nur noch 4.197,66 € auf meinem Kundenkonto bei der Valida stehen. Also bei mir ist es deutlich weniger geworden und dann eben wird das von meinem Arbeitgeber einbezahlte Geld für die Abfertigung damit weniger wert. Nein, nicht unbedingt. Der Betrag, der durch die Überweisung der 1,53% entsteht, wird von der betrieblichen Vorsorgekasse garantiert. Das heißt, du siehst da eben auch, garantiertes Kapital ist bei mir 3.783,54 und eben aktuell ist aber 4.200 € in etwa noch das Guthaben, also bis darunter kann es maximal sinken. Das ist eben das, was eben eingezahlt wird, das wird garantiert, mehr aber nicht. Und eben irgendwelche Inflationsanpassungen sind ebenfalls natürlich nicht möglich. Zusatzeinzahlungen sind natürlich auch nicht möglich. Und was passiert, wenn die betrieblichen Vorsorgekassen jahrelang ein Minus erwirtschaften, also wenn das jetzt eben genauso weitergeht? Ja, irgendwann wird es einmal knapp mit der Garantie und dann muss man sich wahrscheinlich irgendwas überlegen und dann wird wahrscheinlich der Gesetzgeber daherkommen und wird dann eben irgendwie das Ganze lösen, damit das Ganze eben doch irgendwie möglich ist. Die Vorsorgekassen investieren aber das Ganze eben sehr, sehr konservativ, wie ich dir das Ganze eben auch vorhin gezeigt habe mit dem Veranlagungsergebnis, sehr viele Anleihen und die gelten ja eher als konservativ. Das, was eben in der Niedrigzinsphase passiert ist, ist eben eher eine Ausnahme, von die man eben bisher noch nicht gekannt hat. Wie ist denn mein Fazit? Ne, mein Fazit ist, ich schaue mir eben diese Kontoauskünfte an, Jahr für Jahr. Ich sehe eben, dass eben mehr eingezahlt worden ist. Dann kommen Verwaltungskosten weg, also diese 0,7%, die eben da Jahr für Jahr wegkommen, plus eben dann Barauslagen, die Kosten für die Sozialversicherungsträger und dann zugewiesenes Veranlagungsergebnis im heurigen Jahr oder 2022 eben negativ. Extrem schlechte Geschichte, diese betrieblichen Vorsorgekassen. Läuft gar nicht. Eine gute Idee ist meines Erachtens mangelhaft umgesetzt worden. Da hätte man durchaus mehr machen können. Und nachdem das schon 20 Jahre läuft, würde ich sagen, lieber Gesetzgeber, liebe Gesetzgeberin, warum hast du dir da keine Gedanken gemacht, wie man das irgendwie verbessern kann? Also 20 Jahre
meines Erachtens umsonst oder eben ganz wenig eben rausgeschaut, dass wir eine Niedrigzinsphase haben, dass es eben Probleme geben könnte mit Anleihen. Das war eigentlich schon länger bekannt. Und jetzt haben wir eben diesen Salat. Und ich würde sagen, das schaut ganz einfach nicht so gut aus, wenn man eben jetzt sich diese Kontoauszüge ansieht. Ich bin mehr als unhappy mit meinen Kontoauszügen bei der VBV, bei der Valida, aber es ist ganz egal. Das könnte auch bei einer der 6 anderen Vorsorgekassen sein. Ich zahle halt da ein, weil es das Gesetz eben sagt, dass eben eingezahlt werden muss. Aber unterm Strich würde ich sagen, zu viel würde ich mir da eben nicht daraus erwarten. Lieber selbst versorgen über eine ETF bzw. über andere Möglichkeiten, denn zur Pension, die staatliche Pension hilft einem natürlich da auch. Aber diese Abfertigung neu, würde ich sagen, das macht eben das Kraut nimmer fett. Ich bedanke mich bei dir fürs Zusehen. Hinterlass gerne einen Kommentar, was du denn denkst über die betriebliche Vorsorgekasse. Danke sehr fürs Zusehen, bis bald und auf Wiedersehen. Euer Andreas von broker-test.at. Ciao.